Ja, und hallo, liebe Freunde von Blade and Soul. Ein schöner Blick zu Happy One Year Anniversary. Hier ist überall Happy One Year. Aber Blade and Soul selber gibt es doch schon länger. Na gut. Nichtsdestotrotz, wir sind hier in Jadestein. Müssen hier noch einige Quests erfüllen. Haben hier schon unter anderem den Händler besucht. Sie gerade Waffenhändler, Kleidungshändler, Händler. Die laufen hier alle mit schönen Klamotten rum. Aber ich bin mal ganz ehrlich, wir bleiben mal bei unserem schönen Gewand des Yangtze, Yangtze, Yangtze. Oder wollen wir mal. Hier eine Möglichkeit gibt. Kleidungshändler. Wir gehen mal zum Kleidungshändler. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Was sollen diese Diamanten hier? Mitglied der Schürferunion Limsu. Ja, die Schürferunion brauchen wir nicht. Wir werden mal. Oh, Gottes Willen. Kleidungshändler? Händler. Wir werden mal ein wenig Kleidung kaufen. Mal gucken, ob man überhaupt kaufen kann. Kunsthandwerker? Kleidungshändler. Da. Eure Kleidung ist scheußlich. Höchste Zeit für einen neuen Look. Uniform der Coelian. Ach so, die Orden? Die kennen wir ja, die haben wir ja. Wie? Die beiden kann ich nur kaufen? Dachte, ich kann mich jetzt hier bunt machen. Okay, das war aber nichts gewesen. Müsste ich wahrscheinlich, also wenn überhaupt, wahrscheinlich auch hier über den Hongmun Shop gehen. Pakete, Verbrauch, Vorräte, Material, Dienste, empfohlen. Ach, da sind diese ganzen Kleidungsstücke. 1300. Hongmun Münzen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich überhaupt habe hier unten. 20.800, kommt das hin? Sollte das da sein? Ziergegenstände. Dann kann man die ganzen Klamotten kaufen. Eins von fünf. Hier kann man. Oh, sehr schön. Premium-Punkte, 11.900 Punkte. Na gut, aber wie gesagt, wir bleiben mal lieber in unseren Jiangxi-Uniform und werden jetzt mal. Wo gehen wir jetzt lang? Wir gehen mal den Weg lang hier. Hier ist ja schon wieder was. Der Lehrling, hä? Den haben wir doch schon abgearbeitet. Und mein Helfer, ist der Markt noch offen? Ja. Ich glaube, das habe ich schon einmal gesagt. Dem Himmel sei Dank, ich habe euch die Liste. Ich habe auch die Liste. Ich renne gleich rüber und kaufe sofort das Saatgut. Ich schwöre, ich vertrödle keine Zeit mehr. Allerdings wird es langsam etwas spät und ich bin sicher, der Markt ist auch morgen früh noch geöffnet, bevor der Meister aufwacht. Vielleicht sind die Preise dann auch niedriger. Du schluderst ja gleich schon wieder rum. Was machst du denn da? Haben wir sonst noch irgendeine Quest? Quest ist es? Nein, dann können wir erstmal hier weitergehen. Sieht witzig aus hier. Da hinten ist schon wieder ein Tor. Warum sind denn überall hier diese Tore? Von hier oben die Berge sieht ja herrlich aus. So. Huch, bin viel zu weit hier laufen schon. Hä? Also manchmal. Ach, da innen drin muss ich hin. Der springt doch einfach rüber. Danke. Was ist denn das hier? Kätzchen. Schönheitspfleger für Begleiter.
Stylist. Da laufe ich hier weg. Ich hätte eigentlich gleich so hier reingehen können hier. Feine Delikatessen Homdu Nahrungshändler. Und da hinten ist ein größerer Herr. Ich bin Pundi Hai. Hajung Wang sagte mir, ich soll euch bei der Suche nach Jin Soyun helfen. Ah, endlich mal einer, der spricht, muss ich nicht selber sprechen. Wisst ihr, wo sie ist? Ja, ich denke, ich weiß, wo eure Dame in Schwarz sein könnte. Sie wurde zuletzt bei der Insel Songshu im Süden gesehen. Leider wurde die Brücke auf die Insel zerstört. Wir wissen nicht von wem. Könnten Marodeure der Schwarzen Ramme, Zwielichtnattern oder auch eure Jin Soyun gewesen sein. Na super. Zum Glück gibt es noch einen anderen Weg. Ihr könntet den Drachenstrom nutzen, um auf die Insel zu kommen. Was ist ein Drachenstrom? Lebt ihr hinterm Mond? Drachenströme sind Energiepfade, die Orte auf der ganzen Welt miteinander verbinden. Auf einem Drachenstrom kann man lange Strecken schnell und bequem zurücklegen. Aber nur, wenn man weiß, wie. Okay. Wisst ihr was? Der alte Cho ist ein Experte für Drachenströme und er lebt hier in der Stadt. Er kann es euch beibringen. Ja. Er ist allerdings ein Spinner. Unschrullig. Und schroff. Aber ansonsten toller Kerl. Das ist ja nett. Findet den alten Cho. Und schon müssen wir wieder zu Cho. Cho, Cho, Cho. Dann gehen wir doch mal zu Cho. Eigentlich müsste doch Cho hier vorne sein, oder? Ach, das ist der alte Einsiedler, ist er gewesen. Müssen wir wieder zurücklaufen? Nein. Eigentlich sehe ich mir hier oben die Karte gerade an. Ich gehe mal auf die Karte rauf. Das ist der Beifall. Verzweifelte Maßnahmen, besiegt die Hu und so weiter. Und hier spreche ich mit dem alten Cho. Tja, wo gehen wir zuerst hin? Da? Oder da? Oder da? Es ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal die verzweifelten Maßnahmen. Ja, wir werden jetzt mal die verzweifelten Maßnahmen machen. Falsche Taste, Entschuldigung. Oh, wir schwimmen. Hab uns noch nie schwimmen gesehen. Oh, okay. Wollten wir so schön angucken, aber nichts ist da. Ich muss nach da. Muss ich nach da? Ich muss nach da. Ach, das mit dem über das Wasser gleiten, ja? Da muss ich hin. Da muss ich hin. Ich glaube, da muss ich rennen. Das sieht ja witzig aus. Und mal wieder ein Dungeon. Ach, du heilige Tüte. Gut, Freunde der nicht abschließenden Kampfkünste. Auf geht's in die nächsten Reihen. Somit eine Feldquest hat begonnen. Verwandelter Skorpiongefährte hat begonnen. Okay. Super. Also ihr wisst, was zu tun hat. Wir bleiben auf jeden Fall so lange hier, bis wir... Muss ich dich besiegen? Sieht so aus. Okay, was haben wir hier? Wie viel von diesen Dingern brauche ich denn? Na, wo bin ich denn hier? Bin hier in der Ecke drin, soll ich mal rausgehen. Bewegt euch näher ans Ziel. Jawohl, machen wir ja schon. Der brennt mich hier an, der Junge. Sag mal. Geht's da wohl? Danke, wa? Habe ich eigentlich viele Sachen bekommen zum Knabbern oder was? Auf dem Markt suchen, aufteilen. Nimm doch einfach mal. Schade.
Okay. Die halt nehmen, ist ja Wahnsinn. Bewegt euch näher ans Ziel. Hey Kinder, sag ich, dass ihr alle so weit auseinander seid? Da muss ich direkt mal aufpassen hier. Ich werde mir mal ein Reisbällchen gönnen. Stell ich gerade fest. Mir jetzt hier ja nicht so gut. Gönnen wir uns mal ein Reisbällchen. So was Leckeres muss man mal zu sich nehmen. Ja, schön essen. Und mir geht's wieder gut. Das ist doch schön. Was nehme ich hier eigentlich die ganze Zeit auf? Immer. Die Bällchen? Da war ich eine 5. Ach nee, doch, immer Reisbällchen. Aha. Muss ich hier nach rechts? Da ist ja auch noch was. Aha. Ja, super. Warzenbräufass nehme ich hier immer. Okay. Nee, da reicht leider nicht ran. Anwärter Bomani. Sind überall Fässer? Muss ich zu dem hin? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube... Ach so, sprechen. Ich habe verloren. Wo ist der Kopf? Und du? Ich habe verloren. Ach so, jetzt ist der Körper ohne Kopf. Mit Kopf. Ganz unmöglich. Okay. Heißt, wenn du verloren hast, ist das okay? Gut. Dann gehen wir wieder hoch. Ein bisschen Schmackes hier, wa? Wow. Und dann rechts rum. Aha! Es hat geklappt. Das ist auch komisch. Das ist relativ merkwürdig. Sieht allgemein so komisch aus hier. Mit diesen komischen Viechern hier. Bewegt euch näher ans Ziel. Mein Gott, ist das hier richtig Ackerei? Ich werde mal ein bisschen langsamer machen hier. Aha. Oha. Was haben wir da hinten? Zum Thema Bosskampf. Sollte mich vielleicht doch erstmal etwas regenerieren. Ich weiß zwar nicht, ob ich ein Reisbällchen brauche unbedingt, um volle Kanne zu bekommen, aber ist egal, wir haben es denn. So. Haben wir irgendwas zum Schmeißen wie ein Bömmchen und so weiter? Nein, gar nichts haben wir hier. Das sieht gut aus. Ja.
aua, aua. Nicht mehr oben im Deckel, Mensch. Ach, schon wieder. Voll auf die Nase bekommen hier. Momentan nicht möglich. Momentan nicht noch mehr ans Ziel. Schnetzel, Schnetzel. Ihr habt noch so viel, das sieht ja nicht für mich aus. Ich weiß ja nicht, wie ich den besiegen soll. Oh Gott. Das sieht nicht so aus, als wenn ich das schaffen würde. Oh, 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 der kommt mir hinterher, der kommt mir hinterher, der kommt mir hinterher. Blub, 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 blub. Gut. Ja, also wie ich den besiegen soll, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Achso, ich muss mich heilen. Stimmt ja. Das Chi wiederherstellen. Lass mich doch erstmal mein Chi wiederherstellen. Du dumme Nudel. Und tot ist er. Hm. Der Schwierigkeitsgrad durch eines Verlieses wird durch die Farbe hergestellt. Aha, wie weit gewesen? Ich hatte grün, wa? Normal, schwierig, Experte. Gut, kämpfen muss ich gegen den jetzt. Es ist schwierig, okay. Ich würde schon fast sagen, unmöglich. Ich krieg den ja nicht auf die Reihe. Ja, ich weiß ja nicht, wie ich den schlagen soll. Ich sehe mich da also am Verzweifeln. Der hat wieder 100%. Der hat 31.000, ich habe 1.000. Wie soll ich denn das schaffen? Ich bräuchte ja irgendwas. Verlies schwierig. Wie sieht Stichli? Ein Jahr schon. Achso, das ist anscheinend so eine. Ah. So eine kurzfristige Quest. Ja, wie soll ich denn den besiegen? Wie soll ich den denn besiegen? Oder müsste ich vorher vielleicht doch mit den anderen sprechen, damit ihr überhaupt annähernd eine Chance hättet, den zu besiegen? Hm. Ich würde sagen, ich brauche jetzt gar nicht anfangen, wie gesagt, ich hatte beim letzten Mal ja schon hilflos. Gucken wir mal, ob ich hier rausheben kann und den erstmal übrig behalten kann. Ups, da ist mein Chi zu Ende. Ja, also wie gesagt, der Dungeon wunderbar, aber der Skorpion Gefährte ist doch zu hastig, den krieg ich beim besten Willen nicht, also. Boah, ich brauche noch irgendeine Idee. Aber mit den normalen, ist das, glaube ich, nicht zu schaffen. Deswegen bin ich gespannt, wenn ich hier rausgehe. Ob ich jetzt zumindest die Quest als solche erfüllt habe. Sieht ja witzig aus. Aber ich habe zumindest die, ich glaube, die Quest zumindest erfüllt. Drachensäule. Aha, Heimlager des Sees. Na, brauchen wir nicht.
So, ist hier was? Ist hier? Ist hier? Ach, da ist was. Da ist was. Hier ist was. Hier soll was. So. Aha. Hong Yung Lang, Ki Lao und ach, weiß der Geier was. Da haben wir einen guten Fang gemacht. Die Chance des Lebens. Oh, ihr habt unser Flugblatt. Wunderbar, wir sind immer auf der Suche nach Matrosen, Rekruten. Zu uns. Wir sind eine große, unabhängige Organisation, die sich leidenschaftlich auf die Akquirierung örtlicher Wertsachen spezialisiert hat. Ah, die gehen klauen. Aber überspringen wir den langweiligen Teil. Wichtig ist, dass wir Spaß haben. Und was macht mehr Spaß als Arbeit auf hoher See? Wir sind die Besten unseres Fachs. Man könnte sagen, wir versenken unsere Konkurrenten regelrecht. Aber zunächst müssen wir euch die vorgeschriebene Uniform anpassen. Eure Größe sollten wir haben. Da habt ihr sie. Eure eigene Uniform. Darin werdet ihr mörderisch aussehen. Sage ich euch. Absolut mörderisch. Jetzt lasst mich etwas von eurem Wettbewerbsgeist sehen und bringt diesem Bambusnarren ein wenig Vernunft bei. Bringt diesem Bambusnarren. Welcher ist denn gemeint? Legt erst die Uniform an. Das gehört sich so. Da haben wir sie ja. Anlegen. Der Spieler der anderen Fraktion könnte euch angreifen, wenn ihr unbefugt der schwarze Rammer anlegt. Bestätigen. Wie sehen wir aus? Oha! Ah, sieht komisch gut aus. Dann zeigt uns mal, was ihr drauf habt. Und zwar? Sollen wir ihn hier machen oder was? Na super. Ach, der hatte immer wieder 100%. Okay, haben wir anscheinend geschafft. Sehr schön. Glückwunsch, ihr seid dabei. Ihr erfüllt alle Voraussetzungen und euer Enthusiasmus ist erste Sahne. Hiermit erkläre ich euch zum ehrenhaften Rekruten der schwarzen Ramme. Denkt daran, auch wenn ihr der Uniform fantastisch aussieht, solltet ihr sie nicht in der Nähe der Bambuswache tragen. Sonst gehen die euch auf euch los, sobald sie euch erblicken. Und tote Rekruten bringen uns nicht viel. Aha, das heißt... Wenn wir hier rausgehen, sollten wir uns umziehen, ne? Sehr schön. Und... Ups! Nein! Nein, um Gottes Willen. Uniform der Bambuswache oder Gewand des Jiangxi. Anlegen. Und Kleidung gewechselt. Sehr schön. Wir wollen ja hier nicht auffallen, gell? Ups. Oh, da mal rüberspringen. Gut. Das heißt, wo müssten wir jetzt lang? Müssten wir wieder nach da drüben. Fliegen wir mal übers Wasser. Fluff. Und fluff. Und fluff. Cool. Es ist geflufft. So, zu wem müssen wir jetzt gehen? Okay, da gehen wir noch hin und dann ist aber... Dann müssten wir die Folge leider wieder beschließen. Es ist schon wieder soweit. Wenn ich die Töpfe erstmal mit dem Schnaps gefüllt habe und die Stäbe daran festbinde, hält nur noch der Topf den Schnaps vom Feuer ab. Und wenn die Töpfe kaputt sind, wird ein flammendes Inferno meine Rache bekannt geben. Die Rache ist mein. Wunderbar, haben wir abgegeben. Quest. Haben wir bloß noch zwei. Das ist schön. Zweimal hier. Der Weg des Hongmun zollt euren Respekt. Und hinten die Hauptquest. Ah, ich sehe, hier ist noch Haustier vermisst. Kleine Nebenquest anscheinend. Aha, hier ist das Geheimlager. Der Stichli. Der uns etwas fertig gemacht hat. Erzfeind. Der ist Stufe 50.
Der ist gerade mal Stufe 14. Was soll ich denn gegen einen mit Stufe... Ah, 4 bis 6 Spieler. Und das ist Solo. Kampf-Bagua, Belohnungsgegenstand gibt es bei Kampf-Bagua des Skorpionskönigs und Gift der Veridian-Küste. Also wie ich die erledige, habe ich noch keine Ahnung. Ah, nun gut. Wie gesagt, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Was hat denn der da in der Hand? Ein Säbel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.